Die Glasprinzessin. Ein Märchlein von Jean Querry. Aus Scharfe Geschichten. Wie immer gelesen und natürlich editiert und kommentiert von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Es war einmal eine Prinzessin, die war unnahbar. Sie wohnte in einem Palast von Glase, der auf einem Glasberge stand. Am Fuße des Berges flatterten ganze Wolken von Raben über den verwesenden Leichnamen der Anbeter der Prinzessin, die den steilen Berg zu ersteigen versucht hatten. Nur auf der Stadt zugewendeten Seite, wo der Glasberg am allersteilsten aufragte, lag keine Leiche. Hier hatte noch niemand den Aufstieg gewagt, weil er eben unmöglich schien und man zudem schon von den Leichenbergen auf den anderen Seiten wusste. Die Prinzessin selbst aber war nicht von Glas. Und das war ja die größte Qual ihrer Anbeter. Ansonsten wäre es eher weniger ein Problem gewesen. Sie war über alle Maßen schön anzusehen. Und man erblickte sie wie die Sonne überall im Lande. Man konnte dem bezaubernd lieblichen Anblick, den sie bot, nirgends entrinnen. Man sah ihre Reize fast unverhüllt. Höchstens wie von dem Regenbogen farbigen Wölkchen umspielt, das um den Wasserstaub eines Springbrunnens flattert. Dass der Palast aus Glas bestand, das habe ich ja schon gesagt. Die Älteren werden sich erinnern, es war vor wenigen Sekunden. Man kann sich aber kaum vorstellen, wie klar und durchsichtig dieses Glas war. Noch weniger kann man sich einen Begriff machen von dem Kostüm der Prinzessin. Einem wunderbaren Kunstwerk der Feinheit und, Durchsichtigkeit. Dieses Kostüm legte die Prinzessin nie ab, auch dann nicht, wenn sie zur Ruhe ging. War es doch geschmeidiger als das feinste, zarteste Spitzenhemd. Und dabei entblößte es nicht die kleinste Stelle ihres schneeweißen Körpers, sondern war geschlossen bis zum Kinn. Und es bedeckte selbst die zierlichen Füße bis über die Knöchel. Man sieht, sie war ebenso keusch wie schön, die jungfräuliche Prinzessin. Es war eine Wonne und eine Qual zugleich, sie zu sehen. Eine Tantalusqual. Der Leichenwall auf drei Seiten des Glasberges wurde stündlich höher. Die Wolke von Raben immer dichter. Man sah die kühnen Bewerber mit Bergstöcken, Steigeisen und Eispickeln, nur nicht mit Seilen. Denn keiner war dem Rivalen behilflich. Wie Ameisen sich über die spiegelglatten Wände und Glasflächen mühen. Doch vergeblich. Die Kraft verließ sie früher oder später. Die einen schon beim ersten Anstieg, die anderen erst beim Erklimmen des Gipfels. Sie stürzten in die Tiefe, zerschmetterten sich die Knochen und zerfleischten sich die Glieder an den spitzigen Glasklippen, wie an ebenso vielen Messern und Dolchen. Damit natürlich nicht genug. Wem es nämlich gelang, die Spitze zu erklettern, die Plattform vor der Terrasse des Palastes zu erreichen, der musste sich natürlich erst noch die Gunst der Prinzessin erwerben. Und das war nur einem Freier möglich, der eine Glasrüstung trug. Spröder als jene ihrer Leibgarde von Hatschirern, die ganz mit klirrendem Glase gepanzert auf der Terrasse auf und ab schritten. Und sein Kostüm
sollte doch noch feiner und durchsichtiger sein als ihr eigenes. Ein solches gab es aber nicht. Da kam ein Königssohn in die Stadt, dessen Wiege fern im fernsten Morgenlande gestanden war. Der war in seiner Art von ebenso großer Schönheit wie die Prinzessin, aber in seinen Neigungen von ihr Grund verschieden. Denn wie jene das spröde Glas über alles liebte, so hatte dieser eine Vorliebe für weiche Betten. Er besaß eine ganze Sammlung von solchen, auf denen er abwechselnd ausruhte, um sie auf ihre Weichheit zu prüfen. Er besaß Betten, auf denen man schwebte, wie auf den Rosenwolken Auroras, ohne eine Unterlage zu fühlen. Betten, die einem gefallenen Engel den Sturz vom Himmel zum Genuss gemacht hätten. Allein, er suchte noch Besseres. Ehe er mit seinen Bewerbungen um die Prinzessin begann, erließ er ein Konkurrenzausschreiben, worin er demjenigen die Schätze seines königlichen Vaters verhieß, der das leichteste und weicheste Bett herzustellen vermöchte. Es leuchtet ein, dass Alt und Jung sich an dieser Konkurrenz beteiligte. Die einen schossen die Raben von den Leichen, weil sie glaubten, Rabenflaum sei luftiger denn Gänseflaum. Andere erlegten wilde Schwäne, die über die Stadt flogen. Wieder andere reisten weit gegen Norden, um den weichen Brustflaum des Polartauchers oder Haubensteißfußes. Eine Wöchnerin drehte dem Storch den Kragen um, als er ihr gerade ein Kind brachte. Den ersten Preis allerdings gewann ein junger Knabe, der seinen Schutzengel rupfte. Drastisch, durchaus, aber erfolgbringend. Nach der Preiserteilung ließ der Königssohn sämtliche Betten am Fuße des Glasberges ausbreiten. Und zwar auf der Seite, wo der Berg am steilsten war. Dann erstieg er diesen Wall, um von hier aus die Glaswände zu erklimmen. Freilich misslang es ihm nicht einmal, sondern 10, 100 Mal. Und ohne die Unterlage von Betten wäre er schon beim ersten Versuch zerschellt. Nachdem er aber viele Dutzend Mal, zum Gaudium sämtlicher Bewohner der Stadt, bald mit dem Kopfe, bald mit dessen Gegenstück, auf die Betten zurückgepurzelt war, trainierte er sich schließlich für diese halsbrecherische Leibesübung. Und erreichte die Plattform. Eine Hintertüre führte in den Palast. Kein Hatschier machte ihm den Eintritt streitig. Waren sie doch alle auf den weniger steilen Seiten postiert. Und das war sein Glück. Denn sein Panzer hätte weder Hieb noch Stich ausgehalten. Dafür erfüllte er die zweite Bedingung, welche die Prinzessin an ihre Freier stellte, in umso höherem Grade. Er war so fein und durchsichtig, dass selbst das Glaskostüm der Prinzessin dagegen sich ausnahm wie ein grobes Gespinst. Das Entzücken der Glasprinzessin, als er sich ihr in diesem Gewande von hinten näherte, kann kein Dichter beschreiben, kein Pinsel malen, keine Stimme besingen. Sie maß ihn vom Kopfe bis zu den Fersen und konnte sich nicht satt sehen. Durchsichtiger als eine Seifenblase schmiegte sich das Kleid um seine prächtigen Glieder. Ihr Jubel kannte keine Grenzen, als der Königssohn erklärte, dass er ihr ein Kostüm aus dem ganz gleichen Stoffe mitgebracht habe, damit sie einander ebenbürtig seien. Damit breitete er die Arme aus. Die Prinzessin warf ihr Glaskostüm ab, dass es auf den Teppich zerbarst, wie eine Eierschale. Noch niemals hatte sie sich nackt gesehen. Sie blickte an sich herab, entzückt über ihre schimmernde Schönheit, über die plastischen Formen. Nur in die rosige Wolke gehüllt,
die das Gefühl der Scham um Antlitz, Nacken und Busen breitete. Die Wimpern gesenkt, bat sie um das versprochene Kostüm. Ihr habt es ja an, sagte der Königssohn mit einem leicht schelmischen Lächeln. Da erkannte sie, dass auch er splitternackt war. Und sie warf sich an seine Brust. Während die Leibgarde von Hatschieren in ihren klirrenden Glaspanzern auf drei Seiten um das Schloss patrouillierte, verließen die Liebenden den Palast auf der vierten, durch die Hinterpforte. Denn die Prinzessin wollte nichts mehr von Glaspanzern und Glashäusern wissen. Und es ging mit ihnen die schiefe Ebene hinunter, wo sie am steilsten war. Der vorsichtige Prinz hatte ja dafür gesorgt, dass sie weich fielen. Die Wünschelrute. Ein Märchlein von Jean Querry. Aus Scharfe Geschichten. Wie immer gelesen und natürlich editiert und kommentiert von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Auf einer paradiesischen Insel im Weltmeere blühte einst ein Geschlecht von Menschen, die nicht größer waren als wir, aber wunderbar schön von Gestalt und Antlitz. Die Götter wurden schließlich neidisch ob dieser Meisterwerke der Schöpfung. Götter halt. Und beschlossen, dieses Geschlecht, das zu schön war für diese Welt, wie sie meinten, aussterben zu lassen. Und wie fingen sie das an? Mit wahrhaft göttlicher Pfiffigkeit. Sie erließen einfach ein Gebot, dass niemand bei Höllenstrafe bekleidet gehen dürfe. Und weil fortan Jungfrauen und Jünglinge auf jener Insel splitternackt zwischen den Lilien wandelten, weil sie die Geheimnisse und die intimsten Reize ihres Körpers wie etwas Gewöhnliches dem Sonnenlichte preisgaben, stumpften sich ihre Blicke für das Schauen entblößter menschlicher Schönheit gar bald ab. Nach wenigen Jahren schon zumindest. Sie gewöhnten sich an diesen Anblick und hörten auf zu begehren. Da war es wieder der kleine Spitzbube Cupido, der den Neidhammeln von alten Göttern einen Strich durch die Rechnung machte. Auf seinen Libellenflügeln schwebte er zur Wunderinsel hernieder. Da musste er die betrübende Entdeckung machen, dass er das Schießen mit dem zierlichen vergoldeten Bogen vollends verlernt hatte. Zu lange schon hat er ihn nicht mehr wirklich benutzt. Die mit Kolibri-Federn geschmückten Pfeile verfehlten ihr Ziel stets um mehr als 2 Herzbreiten. Der kleine Gott musste sich daher erst wieder einüben und begann ein regelrechtes Scheibenschießen, zunächst auf Birkenstämme, in deren weiße Rinden er mit der Goldspitze seiner Pfeile Herzen einschnitt, dass der hervorquellende Saft ihm das Gesicht benetzte. Dann auf Lilienkelche, die im Sommerwinde schwankten. Als solches schoss er auf alles, was sich als Zielübung hergab. Bei solchem Unfug betraf ihn eines Tages Stella, die Königstochter. Sie ergriff den heftig zappelnden Götterknaben bei den Libellenflügeln
und züchtigte ihn mit einer Birkenrute, bis sein göttliches Gesäß sich rötete wie die Wangen eines in Liebe erglühenden Mädchens. Und dann lief sie lächelnd davon und ließ die kleine Gottheit in Tränen gebadet und sich das Hinterteil reibend zurück. Prinzessin Stella kam aber auf ihrem Laufe nicht weit. Als Cupido ihr ein Schimpfwort nachrief, hatte sie den unglücklichen Einfall, sich umzuwenden und mit ihren rosigen Fingern ihm eine lange Nase zu drehen. Im nächsten Augenblick zitterte ein Pfeil in der straff gespannten Haut ihrer Flanke, kaum eine Handbreit unterhalb der Knospe ihrer schneeweißen Brust. Der Knabe aber entschwand in einer regenbogenfarbigen Wolke auf Nimmerwiedersehen. Um die Königstochter zu bestrafen, beschloss er, von seinem Schießzeug auf jener Insel keinen Gebrauch mehr zu machen. Ohne Gegenliebe zu finden, sollte Stellas Herz sich in vergeblichem Verlangen verzehren. Das, so fand er, hatte sie sich mit jedem Hieb gegen ihn redlich verdient. Nach kurzer Zeit trat das Wundfieber auf. Die Prinzessin litt Höllenqualen, einen unauslöschlichen, brennenden Durst. In diesem trostlosen Zustande erblickte sie Syrinx, den jungen Schäfer, der am nahen Berghang seine Lämmer weidete, jenseits des silberhellen Baches, an dessen Ufern Iris, Krokus und Lilien blühten. Sie wagte kaum ein Auge zu ihm zu erheben. Das war auch eine Folge ihrer schweren Krankheit, und sie schielte nur errötend und verstohlen nach seinem Spiegelbild im Bache. Dort erblickte sie auch sich selbst, das auf den Wellen sich wiegende Ebenbild ihres schneeweißen, jungfräulichen Körpers und die Züge ihres holden, keuschen Antlitzes. Doch Syrinx der Schäfer, der hatte keinen Blick für die Prinzessin. Er war ein rechter Flegel, den weder die hohe Abstimmung noch die Schönheit der Jungfrau berührte. Er grüßte sie nur gleichgültig wie ein Bruder die jüngere Schwester. Zumeist aber schlief er gar. Mit der Zeit wurde Stella allerdings kühner. Das machte die Flamme, die in ihrem Herzen brannte, wo die durch Cupidos Pfeil geschlagene Wunde sich entzündet hatte. Einmal ging sie in ihrer Kühnheit so weit, ihre schwellenden Lippen auf den Mund des schönen Schäfers zu drücken. Der junge Hirt erwachte. Aber anstatt die holde Jungfrau in seine Arme zu schließen, in heißer Liebe zu umfangen, anstatt sie unter seinen glühenden Küssen zu ersticken, wie ein Feuer unter taufeuchten Rosen ersticken müsste, wandte er sich unwillig um, fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund und schlief weiter. Da fuhr es der Prinzessin wie ein Stich durch das Herz, dass ihr die Tränen in die Augen traten und sie in ihrem unsagbaren Leid die Hände auf den Busen presste. Und sie ahnte, dass der Knabe, den sie so unvorsichtig misshandelt hatte, ein wundersames Wesen sein müsse. Und wie im Traume wandelte sie nach der Stelle zurück, wo sie die grausame Wunde erhalten hatte. Kein Blutstropfen bezeichnete die Stelle. Nur die Birkenrute lag noch im Grase und schimmerte, von Sonnenlichtern umspült, wie flüssiges Silber. Als sie die Rute aufhob, um sie als trauriges Andenken mitzunehmen, da begann die Rute zu Stellas höchster Verwunderung zu sprechen. In etwas hagebuchenem Dialekt, aber doch deutlich genug. Ich war eine ganz gewöhnliche Rute. Seitdem ich aber das Hinterteil eines Gottes berührt habe, bin ich eine sogenannte Windschulrute geworden, welche? Nun wisst ihr auch, woher die kommen. Alles, was du mit mir berühren wirst, wird dir zu eigen sein, sag ich dir. Und jeder Wunsch, den du aussprichst, indem du mich schwingst, der wird dir in Erfüllung gehen. Da nahm die Prinzessin die Rute mit
und machte sich auf den Weg nach dem Hürdenplatz, wo der schöne Schäfer seine Lämmer hütete. So eine praktische Route schien genau das zu sein, was sie immer gebraucht hatte. In paradiesischer Nacktheit und Unschuld lag er wieder in tiefem Schlafe, wie der Stammvater des Menschengeschlechtes, als der allmächtige Schöpfer ihm eine Rippe nahm. Noch holder als das Weib, das aus jener Rippe hervorglühte, war die jungfräuliche Stella, als sie das verkörperte Verlangen mit hochgeröteten Wangen vor dem schlafenden Jüngling stand. Und doch wusste sie nicht, welchen Wunsch sie aussprechen, welchen Teil seines Körpers sie mit der Rute berühren sollte. Und wie sie so zögernd dastand, wurde die Wünschelrute ungeduldig und zuckte in ihrer Hand gleich einer kleinen silberschimmernden Schlange. Und als Stella sich endlich entschloss, war es mehr ein Schlag denn eine Berührung, was den schönen Schläfer traf. Ach, welch ein Schrecken befiel da plötzlich die Königstochter. So war das nicht gemeint. War das doch eine böse Rute? Die getroffene Stelle des Körpers des schlafenden Hirten rötete sich plötzlich und schwoll sichtlich an. Immer mehr und mehr und mehr. Niemals hatte die Jungfrau Ähnliches gesehen. Da warf die Prinzessin die Rute von sich und wollte fliehen, so tun, als hätte sie nie etwas gemacht. Doch es war zu spät. Mit einem Lächeln des Entzückens erwachte der junge Hirte. Und er streckte begehrlich die Arme nach der zitternden Jungfrau aus. Und er drückte sie an sich und gebärdete sich schier wie ein Wahnsinniger. Von unsagbarem Mitleid für seinen Zustand ergriffen, überließ sich ihm Stella in schemiger Seligkeit. Und bald erkannte sie, was sie gewünscht hatte, indem sie die Wünschelrute schwang. Das Glück liegt in der Mitte. Ein Märchlein von Jean Querry. Aus Scharfe Geschichten. Wie immer gelesen und natürlich editiert und kommentiert von Tan Daniel, dem Geschichtenweber. Vor langer, langer Zeit lebte in einem Lande, das dem Geographen unbekannt geblieben ist, ein Prinz, dessen Personenbeschreibung uns nicht überliefert worden ist. Stellt euch einfach irgendetwas vor. Das sind Angaben, deren Genauigkeit man hoffentlich nicht in Zweifel ziehen wird. Alles, was man von diesem mysteriösen Helden dieser wahren Geschichte weiß, ist, dass er Prinz Kaskarin hieß. Ein hübscher Name für einen Prinzen, wie? Prinz Kaskarin war, wie jeder Wunderprinz, der etwas auf sich hält, schon bei seiner Geburt von einer Schar von guten Genies und wohltätigen Zauberinnen umgeben, die ihm die glänzendste Zukunft weissagten und ihn mit allen Tugenden schmückten. Zur Feier seiner Geburt hatten seine königlichen Eltern einen großen Taufschmaus veranstaltet,
zu dem alle Großen des Reiches eingeladen wurden. Das Zechgelage dauerte 30 Tage und 30 Nächte. Doch, und ihr die Märchen von mir durchaus gut kennt, wisst es, unglücklicherweise war die böse Fee Panares, die man vergessen hatte zum Taufschmaus einzuladen, in einem Augenblicke gekommen, wo man sie am wenigsten erwartet hatte. Sie war mit einem mit 3 fliegenden Kamelen bespannten Wagen gekommen, den sie vor dem königlichen Palaste stehen ließ. Und sie benützte die späte Stunde, da die Eltern, der Taufpate und die Taufpatin, die Gäste und der Neugeborene selbst von den reichlich genossenen verschiedenen Getränken betäubt unter dem Tische lagen und schliefen. Und ja, ich habe das genauso gelesen wie ihr. Sie benutzte, sage ich, diese späte Stunde dazu, dem Prinzen Kaskarin ein Geschenk zu machen. Aber ein schlimmes Geschenk. In der Gestalt der folgenden verhängnisvollen Prophezeiung. Ich kann es nicht verhindern, dass du nach Verlauf von etwa 20 Jahren ein in jeder Hinsicht vollkommener Jüngling seist. Schön, liebenswürdig, kräftig, für die Liebe geschaffen. Aber ich kündige dir an, dass du die Liebesfrüchte all dieser Vorzüge nicht eher wirst pflücken können, als bis du ein Mägdlein mit der seltsamen Eigenschaft findest, dass es Waden besitzt, die nicht zu dick und nicht zu mager sind. Nach diesen Worten verschwand die böse Fee Panares auf ihren mit 3 fliegenden Kamelen bespannten Wagen, die als rechtschaffende Kamele nicht umhin konnten, sich zu sagen, die alte Hexe Panares ist noch mehr Kamel als wir. Womit sie vollkommen recht hatten. Denn man kann sich nicht denken, welche furchtbaren Folgen für den Prinzen Kaskarin die böse Prophezeiung der rachsüchtigen Fee hatte. Als der Prinz das mannbare Alter erreicht hatte, fühlte der reizende Jüngling in sich die Begierde erwachen, die der Anblick eines hübschen Weibes in dem Innern eines jeden gesunden, kräftigen und wohlgestalteten jungen Mannes erweckt. Wäre es nur von ihm abhängig gewesen, diese Begierden zu erfüllen, so hätte die Sache nicht lange auf sich warten lassen, sage ich euch. Und seine Einweihung in das süße Geheimnis hatte sich rasch vollzogen. Er war lieblich von Antlitz und schön von Gestalt. Und dazu von so leutseliger Art, dass er bei den Frauen und Jungfrauen aller Stände wohl gelitten war. Doch er hatte mit dem Banne zu kämpfen, den die alte Hexe über ihn verhängt hatte. So wie Prinz Kaskarin, von den Reizen einer Jungfrau angelockt, sich derselben näherte, um ihr seine glühende Bewunderung zu bezeigen, tauchte in seinem Geiste der furchtbare Zweifel auf, werden ihre Waden nicht zu dick oder nicht zu mager sein? Und er musste sich darüber um jeden Preis Gewissheit verschaffen. Allein, das hatte natürlich seine Schwierigkeiten. Es kam vor, dass die entrüstete Jungfrau sich jeder Untersuchung widersetzte und dass der Prinz in der Überzeugung, dass diese übertriebene Züchtigkeit irgendeine körperliche Unvollkommenheit verbarg, nicht weiter bei der Sache beharrte. Oder es geschah, dass das Mägdlein sich seiner Laune unterwarf und diese Fügsamkeit ihn in eine andere Verlegenheit versetzte. Wenn er die gesuchte Entblößung vor Augen hatte, war er nicht imstande, zu einer Entscheidung zu gelangen. Wie sollte er denn wissen, ob die Waden, die man ihn sehen ließ, so herrlich sie auch waren, nicht doch ein klein wenig zu viel vom Fette oder vom Gegenteil hatten? Ob sie vollkommen dem unbestimmten künstlerischen Ideal entsprachen, dem vielleicht unerreichbaren Typus von Schönheit, der ihm als Bedingung der Erfüllung seiner Liebessehnsucht festgestellt wurden?
Unkontrollierte Fetische neigen nun einmal dazu, dass man sie nie erfüllen kann. Eine grausame Ungewissheit, die seine Begeisterung lähmte, seine jugendliche Sehnsucht fesselte, das edle Feuer seiner ersten Leidenschaft dämpfte. Während er also unschlüssig schwankte, seine zweifelssüchtige Betrachtung über die erlaubten Grenzen hinaus verlängerte, hatte das flüchtige Verlangen, 10-mal Zeit wieder zu verschwinden und die Geneigtheit des Mägdleins, welches einer endlosen Verwirrung ausgesetzt war, trug nur dazu bei, die Begierde des Liebhabers ohne Überzeugung aus ihrer Bahn zu drängen. So blieb denn Prinz Kaskarin, obgleich er alles hatte, was nötig war, um glücklich zu sein, der ewig Unbefriedigte und versäumte alle Gelegenheiten, die sein anmutiges Antlitz, seine hohe Stellung oder einfach die Wirkung des Frühlings unablässig in seinen Spuren erstehen ließ. Ihm waren übrigens die Ursachen seines traurigen Schicksals nicht unbekannt. Ein alter Diener seines Hauses, der ehemals, weniger betrunken als seine Gebieter, Zeuge der verhängnisvollen Beschwörung der grausamen Fee Panares gewesen, hatte ihn über den Bann belehrt, der auf ihm lastete. Vergebens strengte er sich an, durch ein Aufraffen von Energie und Initiative im psychologischen Augenblick diesen Bann zu brechen. Immer wieder pflanzte sich vor ihm das beängstigende Fragezeichen auf. Hat diejenige, die dir endlich die reinen Wonnen der Liebe gewähren soll, nicht zu dicke oder doch zu magere Waden? Seine sonderbare Art, sich den Frauen und Jungfrauen gegenüber im entscheidenden Augenblicke zu betragen, war allmählich im ganzen Lande ruchbar geworden. Und der Prinz fand überall, wo er Liebe heischte, geschlossene Türen. Wieder so ein Fluch der Fetischisten. Eines Tages, als Prinz Kaskarin, seinen trostlosen Gedanken sich hingebend, in den Auen sich erging, die eines der Schlösser seines königlichen Vaters umgaben, bemerkte er die entzückendste Hirtin, die man sich denken kann, die eine Herde fetter, rosiger Ferkel hütete. Er betrachtete sie und sie lächelte. Entzückt näherte sich der Jüngling der anmutigen jungen Bäuerin. Sie machte nicht im geringsten Miene zu entfliehen. Er fasste sie an der Hand, ließ sie neben sich auf einer Erhöhung des Rasens Platz nehmen und flüsterte ihr süße Worte zu, die sie mit geschlossenem Auge anhörte. Er bat sich von ihr die Gunst eines Kusses. Fügsam bot sie ihm die Wange dar. Da er nunmehr sicher war, dass er keinen Widerstand zu befürchten hatte, wagte er die dann doch schon recht indiskrete Frage: Liebstes Schätzchen, ich möchte für mein Leben gern die solchen sehen, die deinen köstlichen Körper tragen. Das unschuldige Kind hob ohne zu zögern dafür mit einem schelmischen Lächeln absichtlich langsam seinen Rock. Niemals hatten schöner geformte Waden die Augen des Jünglings entzückt. Dennoch beschlich ihn auch jetzt wieder der Zweifel und er begann zu weinen. »Was ist dir?« fragte die kleine Hirtin beunruhigt. Von der innigen Teilnahme, die in der Stimme des holden Mägdleins zitterte, ermutigt, erzählte der Prinz dem holden Kinde die traurige Geschichte seines Lebens. Wes hoher Herkunft er sei und wie er schon in der Wiege von einer bösen Hexe mit einem so verhängnisvollen Banne belegt worden sei, der ihn hindere, das höchste Glück auf Erden zu genießen. Und er erklärte ausführlich der jungen Hirtin die Prophezeiung, deren Opfer er war. »Ein Herrchen«, rief da das kluge Kind, »du hast die vortrefflichen Absichten der guten Fee Panares nicht verstanden. Indem sie dir riet, den allzu dicken und allzu mageren Waden gleichmäßig zu misstrauen, hatte die kluge Alte keinen anderen Zweck,
als dich, die Wahrheit des Sprichwortes erkennen zu lassen, das Glück liegt in der Mitte. Und Prinz Kaskaren zögerte nicht länger, sich davon zu überzeugen.